Ein idyllisches Plätzchen haben wir am Straßenrand gefunden, gell, was ich? Ein idyllisches Plätzchen haben wir am Straßenrand gefunden. Jawoll! Und ja, es ist echt toll hier und richtig gemütlich. Und da warten wir jetzt natürlich auf die Tour morgen. Man sollte ja eigentlich kein Campingverhalten an den Tag legen, wenn man so steht. Aber das ist also wirklich ein extrem, extrem Ausnahmezustand. Es ist auch für uns ein Schutz vor der Sonne. Wir wollen ja morgen die Fahrer ordentlich begrüßen. Ja, genau, das wollen wir. Also wir sind gespannt, da sollten Sie morgen direkt vorbeikommen. Absperrgitter liegen überall bereit, aber hier nicht. Also es sollte keine Probleme geben, wenn wir jetzt hier stehen und morgen die Fahrer begrüßen. Ist auch weit und breit kein Verbotsschild zu sehen. Ja, also wir sind total safe. Korken ist man halt nicht mehr gewohnt, aber wir sind für den Fall der Fälle gerüstet, denn wenn man ins Ausland fährt, trinkt man nicht nur Trollinger. Nee, sondern da trinkt man, je nachdem wo man ist. Und da wir hier ja in Frankreich sind, trinken wir natürlich Franzosewein. Ja, jetzt haben wir uns einen köstlichen Rosé geholt. Das heißt aber köstlich ist, das wissen wir nicht. Er war zumindest nicht billig. Genau. Dann gehen wir einfach davon aus, dass er köstlich ist. So sieht. Ja, werden wir gleich feststellen. Gekonnt ist gekonnt. Zum Wohl? Zum Wohl. Leckerer Franzose. Zum Wohl, Schatz. Zum Wohl. Sehr gut. Dann kann man gut trinken, ja. Gute Idee, Josi. Und da haben wir unser beliebtes Knoblauchbrot hier. Das ist auch zur Beschleunigung der Tour de France. Und das müssen wir immer zusammen essen. Alleine ist es von mir untersagt. Aber wenn wir zusammen stinken, dann merkt es niemand. Ja, also wir stehen hier für die Tour de France sehr günstig. Mhm. Ansonsten ist es natürlich Hauptstraße und da ist schon ein bisschen was los. Aber wir sind ja hier nicht in Urlaub, sondern wir haben ja hier eine Mission zu erfüllen. Naja, Urlaub ist das schon. Hm? Aber die Mission steht im Vordergrund. Ja, wenn alles klappt, wenn nichts mehr dazwischen kommt, müsste morgen da die 10. Etappe durchsausen. Das wäre traurig, wenn das nicht der Fall wäre. Also wir haben es uns genau recherchiert. Wir wundern uns auch, dass wir noch ganz alleine da sind. Aber ich denke, morgen früh wird sich das vermutlich noch ändern. Dass manche erst in der Früh kommen. Das ist schon möglich, ja. Und sonst jubeln wir halt alleine. Mhm. Dann haben wir wenigstens Platz. Auf jeden Fall sind wir schon von vielen freundlich angehubt worden, weil ja, wir ja hier weil wir unsere geschmückt haben. Ja. Fanbase aufgemacht haben. Ja. So, jetzt lassen wir uns das schmecken. Ja, drauf, später. Die 10. Etappe der Tour de France 2022 startete in Morsin, in Haute-Savoyen. Und wir wollten extra eine schnelle Durchfahrt beobachten. Deswegen stellten wir uns ca. 20 Kilometer hinter den Startplatz. Wie man sehen kann, war es ein schönes Plätzchen, direkt an einem vorbeifließenden Flüsschen. Die Landstraße störte kaum, weil nachts nicht viel Verkehr gewesen ist. Musik.
Wir stehen hier schon vorbereitet für die Tour de France. Es sieht so aus, als wenn die Straße schon gesperrt wäre. Ja, das ist ziemlich, weil der Verkehr hat ganz schön Nachklasse jetzt, ja. Heute Nacht waren wir ruhig gestanden, jetzt kommt wieder ein Fahrzeug. Mal schauen, ob der zur Tour de France gehört. Jawohl, ist Tour de France Fahrzeug. Und ja, wir sind gespannt, was jetzt da kommt. Die Nacht haben wir ruhig verbracht. Wir hätten eigentlich, das war keine Tour de France. Die Nacht haben wir ruhig verbracht, ab und zu ist ein Auto vorbeigekommen, aber es war nichts Dramatisches. Was uns wundert ist, obwohl wir hier ja einen ganz tollen Platz haben, dass niemand sonst da steht, dass wir ganz alleine sind. Ja, vielleicht ist das geschuldet, dass wir jetzt ziemlich am Anfang der Tour hier stehen. Und hier fahren sie wahrscheinlich recht schnell vorbei, weil es doch noch berg runter geht. Vielleicht wollen das die Leute nicht so sehen. Oder es ist geschuldet, weil heute ein Dienstag ist. Ja, und dann, wir haben ja 4 Kameras und dann können wir es in Zeitlupe reintun. Also das langt auf jeden Fall für uns. Ja, genau. Uns geht es ja eigentlich hauptsächlich um das Feeling. Und wir wollten ja eigentlich nicht nur im Trubel stehen, sondern auch mal irgendwo am Straßenrand. Ja, wir wollten es einmal schnell als Feld vorbeifahren sehen, weil wir fahren ja dann nach der Tour gleich weiter zur nächsten Etappe. Ja, mal schauen, wie es da denn wird, gell? Ja. Also auf jeden Fall, die Vorfreude ist groß. Jetzt ist es 9:30, um 1 standen sie und dann kommt ja noch die Vorhut. Also wir sind gespannt, wie das alles abläuft und wir berichten alles. Naja, alles bestimmt. Das sprengt. Das meiste. Etwas. Das wird für euch langweilig, wenn alles wir zeigt. Wir schauen, dass es nicht langweilig wird. Außerdem haben wir das ja schon alles zeigt, die ganze Vorhut. Wir schauen, dass es nicht langweilig wird, okay? Die Werbeparade fuhr natürlich auch dieses Mal wieder durch, wie wir sie schon im letzten Video gezeigt haben. Keine Sorge, wir zeigen sie nicht noch einmal, nur die Ergebnisse, die sie für uns gebracht hat. Also eins ist auf jeden Fall mal sicher, wenn man am Anfang steht, dann wird man mit den Giveaways gut bedient, Ossi, oder? Ja, ja, die schmeißen einem das direkt auf einen zu, das tut zum Teil gerade weh. Und sind eigentlich ganz nette Dinge dabei, oder? Ja, Schlüsselanhänger, Bleistift. Ja, ein Ding am Gummibärle. Mini-Schraubendreher war bei mir dabei. Dann habe ich mich auf Gummibärle. Also nach meiner Rechnung müssten sie längst da sein. Entweder sind die so langsam unterwegs, es gab einen Massensturz oder ich habe mich einfach verschätzt. Also die Geduld wird auf eine große Spannung gestellt. Und immer noch kommen Motorräder und Autos.
Aber irgendwann war es dann tatsächlich soweit. Der Hubschrauber kündete an, dass die Tourfahrer Richtung zu uns unterwegs sind. Waren jetzt die Radfahrer eigentlich schon da? War der Radfahrer dabei? Ich habe es gar nicht gesehen. Wahnsinniges Tempo haben die da drauf. Und hast du gehört, wie das gerauscht hat? Ja, irre. Ja. Echt irre. Du. Also ich bin gespannt, wie das jetzt rüberkommt. Spannende Sekunden. 4 Kameras haben wir im Einsatz gehabt. Und jetzt werden wir schauen, was wir Bilder kriegen. Ja, genau. Und der Helle ist so knapp am Rand gestanden. Ich habe gedacht, die Radler fahren. Ja, einer hält mich fast um 20 Stück zurück. Herrlich, herrlich. Und jetzt geht's zur nächsten Etappe. Ja. So, und weil es so schnell vorbeigegangen ist und weil es so ein Spektakel bzw. Ereignis ist, so zeigen wir euch das jetzt noch mehrmals aus verschiedenen Positionen.
uns fortfällig zur Weiterfahrt, denn wir hatten eine längere Strecke zu bewältigen. Aber nach einigen Kilometern stand ein Polizist, stoppte uns, weil die Straße noch nicht offiziell freigegeben gewesen ist. So hatten wir nochmals circa eine halbe Stunde zu warten. Etappe startete in Albertville. Bis Albertville hatten wir eine Fahrstrecke von ca. 200 Kilometer zu bewältigen. Eigentlich sollte das in 3 bis 4 Stunden erledigt sein. Wir waren allerdings 5 bis 6 Stunden unterwegs durch Tankpausen und vor allen Dingen auch durch Verkehrsstau. Weitere Verzögerungen gab es, weil hinter Albertville eigentlich nur schnurgerade Strecke gewesen ist, mit Schnellstraßen, teilweise sogar dreispurig. Und wir wollten nicht schon wieder an einer Schnellstraße stehen, an dem das Feld ganz schnell vorbeizieht. So schalteten wir unser Navigationsgerät aus und fuhren nur den Hinweispfeilen nach, die für die Tour de France eingesetzt werden, damit die Fahrer die richtige Strecke finden. Also kamen noch mal ein paar Kilometer drauf, denn wir wollten jetzt die Serpentinen erreichen, die für diese Tour eingeplant sind. Dann sind wir endlich bei den Serpentinen angekommen. Zunächst ging es durch eine kleine beschauliche Ortschaft, aber dann. Wie wir aus dieser Nummer wieder rausgekommen sind, das erfahrt ihr im nächsten Teil zur Tour de France.